Willkommen zurück am Sonntag zur Auflösung der neuesten Herausforderung, nämlich 30 Minuten meditieren jeden Tag. Ich habe es gepackt, jeden Tag 30 Minuten zu meditieren, aber hier in diesem Video geht es um dich. Wie war deine Erfahrung mit der Meditation? Schreib es mir in die Kommentare, schreib mir, ob du es gepackt hast, schreib mir, wie es war. Und was mich auch interessieren würde, schreib mir, ob du es in Zukunft weitermachen willst. Ja? Also ich meditiere regelmäßig seit 2 Jahren, 2,5 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich Meditation mal wieder für eine Zeit lang habe schleifen lassen, und das habe ich öfter mal gemacht, wo ich für mehrere Monate nicht so regelmäßig meditiert habe und dann wieder angefangen habe, regelmäßig zu meditieren, habe ich den enormen Unterschied gemerkt, den das auf meine Stimmung, auf meine Ruhe, auf meine Entspanntheit allgemein hat. Natürlich auch im Umgang mit Frauen, denn wir schaffen hier einfach ein bisschen Abstand zu unseren Gedanken und unsere Gedanken sind das, was uns im Umgang mit Frauen, im Erfolg mit Frauen am meisten auffällt, indem es uns Ausreden liefert, indem es Ansprechangst erzeugt. Und wenn du Abstand gewinnen kannst zu deinen Emotionen, zu deinen Gedanken, das kannst du durch Meditation, ist es eines der wertvollsten, der mächtigsten Tools, das du nutzen kannst, um deinen Erfolg mit Frauen auf Dauer auszubauen, regelmäßig zu meditieren. Ich hoffe und ich weiß, dass du diese Woche, wenn du es regelmäßig gemacht hast, einen großen Unterschied hast feststellen können. Und jetzt will ich wissen, was ist das für ein Unterschied? Wie begeistert bist du? Schreib es in die Kommentare. Hast du es gepackt? Hast du es nicht gepackt? Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen und dann mit euch darüber zu quatschen. Wir sehen uns morgen wieder. Geil übrigens, dass wieder so viele Leute an der Herausforderung teilgenommen haben. Finde ich super. Finde es auch geil, dass ihr da so positives Feedback gibt. Mir macht das Ganze auch Spaß. Mir macht es Spaß, mir diese Herausforderung auszudenken. Und für euch ist das super sinnvoll auf eurem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen. Geil, dass ihr teilgenommen habt. Schreibt mir in die Kommentare, wie es war. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wie gehabt, bis dahin einen geilen restlichen Sonntag. Ciao.